werden. Und diese Werkserie, die sie dort damals gezeigt hat, hat sich eigentlich auseinandergesetzt mit Objekten, die sie geschaffen hat, die so changieren zwischen Alltagsgegenstand, Sportgerät, aber auch so eine Fetischnote haben, möglicherweise Fetischobjekte sein könnten. Sie hat es sehr oft zitiert und ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch will, dass man es so oft zitiert, aber ich mache es jetzt gerne noch. Sie hat mal davon gesprochen, dass es Dinge sind, die ein Begehren in sich haben, also wo eben auch so eine affektive, auch so eine ja, lustvolle, im Sinne von auch sexuell aufeinander Lust, Ebene hineinspielt. Und dieser Aspekt ist schon, glaube ich, ganz wichtig, weil der Deutschland diese Grenze auch wirklich ist, also ausdrücklich, dass man kein physisches Wert, aber doch eben Hinweise darauf, was, in welche Richtung man es deuten könnte. Also es geht darum, mit so einem Tonnen da zu spielen, dass verschiedene Referenzen aufruft, aber letztlich sich gar nicht zieht zu einer ganz eindeutigen Lesart. Und so ist dieses Objekt auch zu verstehen, der Kontaktbild impliziert so etwas wie den körperlichen Kontakt und auch diese Sprossen, das uns selten einen Saal, einen Sport sagen, wo man sich körperlich sozusagen betätigt. Und bei diesem Gerät ist ja auch eigentlich nur klar, wie man sie benutzt. Bei diesem ist es aber nicht, also es gibt keine Handlungsanweisung, das ist auch überhaupt nicht sozusagen dafür vorgesehen, aber es setzt so etwas wie Gedankenspiele in Gang. Die von einer großen Präsenz getragen werden, die eben auch ganz stark in der Materialität dieser Objekte liegt. Und was ganz wesentlich ist, ist, dass Toni Schmale ihre Objekte selber baut und selber nicht nur entwirft, sondern auch ausführt. Sie hat eine Schlosserei-Ausbildung und macht ganz präzise, schafft eben ganz präzise gearbeitete Objekte, die eben wie gesagt von einer sehr großen Präsenz sind und gleichzeitig in so ganz unterschiedliche Richtungen ausschweben. Und hier diese Arbeit ist eine neue Arbeit, die betitelt ist 500 Grad, 800 Grad. Auch hier kommt das sogenannte 60er-Rohr zum Einsatz. Das 60er-Rohr, das wir auch in dieser Arbeit haben, ist eben ein Rohr, das einen 60 mm Durchmesser hat und sie benutzt dieses, das ist eine Konstante, wenn man so will, in ihrem Werk, und sie benutzt diesen Durchmesser, weil er ihr besonders gut in der Hand liegt, wie gesagt. Und das tut er eben in dieser Arbeit quasi buchstäblich, weil was wir hier vor uns haben, sind die tonabgegossenen Hände der Künstlerin, die eben dieses Stahlrohr halten, zwei Paare davon. Und diese Stahlrohre wurden behandelt, quasi erhitzt, bei unterschiedlichen Temperaturen, was resultiert in einer Veränderung der farblichen, ästhetischen Erscheinung dieser Rohre. Das ist eine Arbeit, die irgendwie kinky ist, also die irgendwie so, ja, so sehr eine, sag ich mal, attraktive Oberfläche mit sich bringt und gleichzeitig auch von seiner Körperlichkeit ist in der Absenz des Körpers. Also das, was wir hier vor uns haben, ist die Spannweite sozusagen des Körpers der Künstlerin. Und ich finde, in dem Zusammenspiel dieser ganz abstrakten und gleichzeitig doch so viele Referenzen aufrufenden Arbeit Kontaktbild und dieser neuen Arbeit wird sozusagen auch das Spektrum ihrer Auseinandersetzung mit Material, mit dem Körper, mit Begehren und solchen Themen ganz gut sichtbar. Und nicht zuletzt,